Einen Tag vor der Ausbildung habe ich dann gekündigt, weil ich dann irgendwie realisiert hatte, okay, ich fange jetzt wieder diese Ausbildung an. Das heißt, ich gehe jetzt von einem Gehalt von 3.000 Euro, gehe ich jetzt wieder zurück auf 600 Euro für die nächsten 3 Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache doch einfach das weiter, womit ich gerade mein Taschengeld verdiene, weil das ist doch vielleicht nicht so verkehrt. Also, ich wohnte bei meinen Eltern, habe mich arbeitslos angemeldet und habe einen Tag vor der Ausbildung den Job gekündigt. Das fanden die natürlich nicht so super, haben auch viele Gespräche noch mit mir geführt. Man hat mir nie so wirklich alles Gute gewünscht, sondern eher so komische Sprüche hinterhergejubelt wie, naja, vielleicht sprechen wir uns dann ja nochmal, wenn du Millionär bist, so nach dem Motto. Heute bin ich's.